Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Ich stehe hier mit dem Derwun in Esteldin, weil wir die Quest weitermachen wollen. Die Buchquest Nummer 8, Kapitel 2, die Flamme neu entfachen. Und wir müssen die Ausrüstung von Golodir neu schmieden lassen oder einfach mal prüfen lassen. Und offenbar ist da hier der Derwun, der Mann fürs Grobe. Wir schauen mal. Natürlich schickt er uns auch wieder weiter, das sehe ich ja jetzt schon. Golodirs Ausrüstung? Ich werde helfen, so gut ich nur kann. Ja, ich glaube, ich kann dieses Kettenhemd reparieren. Doch die Reparatur von Schwert und Schild übersteigt meine Fähigkeiten. Ich denke aber, einer der Rüstungsschmiede hier in Esteldin wird euch helfen können. Geht und bringt Schwert und Schild zu Thoram. In der Zwischenzeit widme ich mich dem Hemd. Thoram, der wird, denke ich mal, natürlich in der anderen Richtung liegen. Ich dachte eigentlich, der würde hier in der Schmiede sein. Wen haben wir denn hier? Ah, du hier, der Rat des Nordens. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit? Aber Gerücht gehört, dass es weit im Norden in der Nähe der Tore von Khandum ein verstecktes Lager geben soll, wo sich tapfere Helden versammeln, um sich Angmar entgegenzustellen. Nun ja, davon haben wir auch schon gehört. Ich weiß nicht genau, wo Gas von hier, wie dieses Lager heißt, liegt, aber solltet ihr diesen Ort finden, dann sprecht dort mit jemandem namens Annabla. Annabla wird euch mehr über ihre Absichten erzählen. Wir nehmen die Quest mal an. Die habe ich offenbar, weise wie ich bin, erstmal links liegen gelassen, als wir hier in den Nordhöhen waren, damit ich sie jetzt quasi direkt, wenn wir vorbeikommen, gleich einsammeln kann und anschließend dann in Gas von ihr abgeben kann. Das war natürlich alles Absicht. So, jetzt schauen wir mal hier rüben. Ich wollte eigentlich in die Schmieden gehen, ganz hier rüber zu den Handwerkern, aber hier ist ja auch noch mal einer. Und der Thoram kann da ein bisschen leicht helfen. Was benötigt ihr? Golodir ist noch am Leben? Das ist unglaublich. Ich dachte, er wäre schon lange tot, ein weiteres Opfer Angmars. Doch es ist sehr bedauerlich, dass er seine Freiheit mit dem Leben seiner Tochter bezahlen musste. Lorniel war ein wahres Geschenk. Von wunderschönem Wesen und eben solcher Gestalt. Welch eine Schande. War einer vielleicht ein bisschen verliebt? Ach, ich rede schon wieder viel zu lange. Lasst mich dieses Schwert und diesen Schild mal sehen. Ich werde tun, was ich kann, um Golodir zu helfen. Oh, der kann wieder nur das Schild reparieren. Klopf, klopf, klopf. Ich meine, wir sind ja selber Schmied, Rüstungsschmied. Oh. Nur ein kleiner Tipp von Rüstungsschmied zu Rüstungsschmied. Du hättest das über dem Amboss behauen sollen. Na gut. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Das Schild hat mir keine Probleme bereitet, obwohl ich so einen noch nie zuvor im Gesicht bekommen habe. Das war nicht Golodirs Schild. Dieser hier ist sehr viel älter und trägt die Zeichen des südlichen Königreichs. Sehr interessant. Wie auch immer, es wird ihm gute Dienste leisten. Er wird ihm gute Dienste leisten. Doch das Schwert ist eine ganz andere Sache. Es wurde vor langer Zeit von den Elben geschmiedet und seine Reparatur übersteigt meine Fähigkeiten. Tut mir leid, aber ich habe getan, was ich konnte. Vielleicht weiß Derwun ja noch eine andere Lösung, wie sich Golodirs Schwert reparieren ließe. Okay, wir könnten uns eigentlich den Weg zurück zu Derwun sparen. Ich denke mal, wir werden jetzt nach Bruchtal geschickt, weil es dort ja auch eine Schmiede gibt. Und dann müssen wir dort noch reparieren lassen. Moment, wer bist du denn? Umherziehende Bedrohung. Ein Quartiermeister, die umherziehende Bedrohung. Hast du denn was zu tauschen? Was kann ich für euch tun? Die Hole der Bärenstärke für Zeichen des Schenkenden. Ach, das sind wieder die umherziehenden Bedrohungen. Okay, alles klar. Die keinen interessieren offenbar. Seid gegrüßt. Zum Glück habe ich das Kettenhemd ohne größere Schwierigkeiten reparieren können. Doch ich bin enttäuscht, dass Thoram das Schwert nicht reparieren konnte. Nun ja, immerhin hat er wenigstens den Schild wiederhergestellt. Wie anspruchsvoll der gleich ist, ne? Oh, ich bin enttäuscht, dass er das nicht machen kann. Der alte Depp. Eieiei, das sind ja Zustände hier in dem Lager. Es ist interessant, dass der Schild, den ihr gefunden habt, nicht von Golodir stammt, sondern aus dem südlichen Königreich. Ein echtes Rätsel. Aber eines, das ein andermal zu lösen sein wird, wie mir scheint. Kommen wir wieder auf das Schwert zurück. Wenn wir es neu schmieden lassen wollen, fällt mir nur ein Ort ein, an dem es Elbenschmiede gibt, die über genug Kenntnisse verfügen, um es reparieren zu können. Was benötigt ihr? Hier, nehmt Golodirs Ausrüstung, begebt euch damit nach Bruchtal und sprecht mit Herrn Elrond. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er euch helfen kann. Deine Schmiede
seine Schmieden zählen zu den größten Elbenschmieden der heutigen Zeit. Weil nicht länger hier, wenn wir Kolodir damit wieder neuen Lebensmut geben können, dann müsst ihr euch sofort nach Bruchtal aufmachen. Da hat er recht. Und wir hatten auch recht, weil wir das Ganze schon vorher gewusst hatten. Klug wie wir sind. Das läuft ja alles wie geschmiert heute. Und von hier aus können wir direkt nach Bruchtal reisen. Ich grüße euch. Für schlappe 14 Silber gerade mal. Perfekt. So, ich hoffe mal, der Sound passt jetzt. Ich habe nämlich ein paar Einstellungen vorgenommen, damit der Sound ein bisschen besser klingt. Komischerweise auf meinen Boxen klingt er ganz furchtbar. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil ich mir die extra gekauft habe. Neu. Und auf dem Kopfhörer komischerweise passt dann wieder alles. Also ich hoffe mal, dass das dann auch bei den ganzen ganzen Millionen, tausend Zuschauern auch passt. Ne? Das ist ja wichtig. Der Sound muss sitzen. Wir müssen jetzt natürlich zum Elrond. Und der Elrond schickt uns dann wieder hier hoch zu den Schmieden. Und das können wir natürlich nicht alles auf einmal machen. Nein, wir müssen zuerst zum Elrond. Aber gut, ist auch verständlich. Ich kann ja nicht einfach hier eindringen und irgendwelche Schmiedeaufträge in Auftrag geben, wenn der Elrond nichts davon weiß, weil ich meine, ich habe ja auch eine Arbeitszeit, eine Arbeitsleistung. Wenn ich mich da dazwischen quetsche, dann muss ja irgendjemand anders auf die anderen Schmiedearbeiten warten. Ist ja auch Quatsch. Das verschiebt sich dann ja nach hinten. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt so wichtig sind, dass wir das einfach so machen dürfen, ohne den Herrn Elrond. Denk mal eher nicht. Deswegen müssen wir einfach mal vorher fragen. Ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Wir haben ja einen flotten Hirschen. Ich habe ja in der letzten oder vorletzten Folge noch gesagt, wir werden den Hirschen wieder absetzen. Der wird in Rente geschickt. Wir werden wieder mit unserem Wächterpferd rumlaufen. Einfach, weil es stimmiger ist. Und vor allem auch, weil es mehr Moral ist, wie bei unserem Hirschen. 50 Punkte Moral. Da können wir schon vielleicht dem einen oder anderen Kampf dann entlaufen, ohne dass wir vom Pferd runtergeschlagen werden. Daher werden wir wieder auf unser schönes Wächterpferd zurückweichen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie es heißt. Der Hirsch hat ja einen ganz komischen Namen, aber das können wir uns ja noch anschauen. So, das Schmieden. Hoffnung ist nicht. Ah, Tollfuß, eure Geschichte stimmt mit mich traurig, denn ich kenne Golodir und er war ein guter Mann. Es freut mich zu hören, dass er noch am Leben ist, doch es betrübt mich, dass dieser falsche König seinen Willen brechen konnte. Dass ein Geist in Angmar wieder Macht erlangt hat, besorgt mich noch viel mehr. Ich habe noch nie von Mordirith gehört. Das ist ein Rätsel, über das ich nachdenken muss. Geht jetzt zu Hemeldir, meinem obersten Schmied, und weist ihn an, Golodirs Schwert neu zu schmieden. Ihr findet ihn bei den Schmieden von Imladris. Natürlich. In der Zwischenzeit kann der Elrond ein bisschen drüber nachdenken, was wir ihm erzählt haben. Und wenn er uns braucht, wird er bestimmt nach uns rufen lassen. Wir sind ja mittlerweile stadtbekannt, landbekannt, was sage ich, weltbekannt. So viele Aufgaben, wie wir schon erledigt haben, während alle anderen immer irgendwie rumstehen. Wir reiten noch ein letztes Mal mit unserem Hirschen. Und schauen mal, wie er heißt. Gesund. ja, gesund heißt er. Ich glaube, unser Wächterpferd hat einen stimmigeren Namen. Man kann die ja auch umbenennen. Allerdings muss man dafür, es geht nicht so einfach wie beim Wenzel, dass man den anwählt und dann hier oben auf Umbenennen klickt. Dann da muss man nämlich irgendwelche Befehle eingeben. Irgendwas mit Rename oder so, damit man das umbenennen kann. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Er sieht halt schon edel aus. Das müssen wir jetzt einfach mal sagen. Vielleicht gilt der Hirsch auch in Moria, dass wir mit dem reiten können. Da können wir ja mit normalen Pferden nicht reiten. Aber vielleicht gilt der Hirsch dann auch in Moria als Reitpferd. Ich fürchte fast nicht. Ich denke mal, der ist von der Grundstruktur vom Hintern bis zum Kopf vorne. Reite ich eigentlich hin? Ist er ein Pferd. Jedenfalls den Texturen nach. Und manchmal sieht man ja auch immer noch aufploppen, wenn die Textur noch nicht geladen wurde, dass er ein Pferd ist. In Wahrheit. So, wir setzen dich mal ab. Wir nehmen auch mal hier das Symbol raus.
Hut. Und dann haben wir hier den Hemmeldier. Ich grüße euch. Elrond wünscht, dass dieses Schwert neu geschmiedet wird. Nun gut, der Elbenhandwerkskunst ist das nur eine kleinere Aufgabe. Es wird nicht lange dauern. Doch was ist das? Ich möchte sagen, dass dieses Schild nicht eurem Freund Golodir gehört hat. Dieses Schild ist weitaus älter. Er stammt aus der Zeit vor dem Untergang des nördlichen Königreichs. Er stammt aus Gondor, nicht aus dem Norden. In der Tat, er sieht vertraut aus. Mir scheint, er ähnelt denen des Könighauses von Gondor. Ich werde später mit Herrn Elrond darüber sprechen. Jetzt werde ich mich meiner Aufgabe widmen. Und wenn ich mich jetzt bitte um dieses Schwert kümmern dürfte, natürlich. Können wir in der Zwischenzeit was verkaufen? Wir haben hier nur das Schurkenwerkzeug. Ich glaube, das können wir nicht verkaufen. Leg das mal ab, wir brauchen das nicht mehr. Der Hammeldier wird relativ schnell dieses Schwert brutzeln, dass die immer alle neben dem Tisch hauen. Und los mit dir. Und ins Feuer musst du es auch richtig reinhalten. Nimm dir ein Beispiel am Hufschmied, der seit Jahrzehnten immer nur die gleichen zwei Handgriffe macht. Eintunken, rausnehmen. Eintunken, rausnehmen. Tunken, rausnehmen. Eintunken, rausnehmen, eintunken, rausnehmen. Und jetzt was Neues, eintunken, rausnehmen. Okay. Hemmeldier, die Arbeit ist getan, Tollfuß. Die Waffe erinnert nur noch wenig an ihre frühere Form, doch ich glaube, dass sie ihrem Herrn bessere Dienste leisten wird. Bringt sie jetzt zu Herrn Elrond und lasst sie von ihm prüfen. Jetzt müssen wir nochmal zurückreiten, das ist ja... Was ist denn los? Margarite. Hä, haben wir unser Pferd umbenannt? Unser Pferd Margarite benannt? Habe ich wieder Quatsch geredet? Kann ich das doch irgendwie hier machen? Ah, hier unten kann man es auch machen. Margarite umbenennen. Dann haben wir Margarite ja umbenannt. Wir haben ja unsere Spitzmaus. Der heißt ja auch Margarite. Wenn ich mich nicht mehr, wenn ich mich noch richtig erinnere. Oder Margarite. Margarite, irgendwie so. Und da haben wir einfach mal spontan. Und ganz originell haben wir auch unser Pferd so genannt. Ich bin ja immer ganz schlecht mit Namen. Sei es im Stream oder auch hier allgemein beim Spielen. Deswegen tut das manchmal auch Not, dass man seine Gefährten gleich benennt. Wir sollten eigentlich den Wenzel auch noch Margarite benennen. Ich meine, das wird ihm dann zwar nicht passen, aber hey, mittlerweile kann sich ja jeden Namen aussuchen. Da kann der Wenzel auch mal Margarite heißen. Meine nur. Ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn ich dann schrei, komm Margarite in die Schlacht. Dann kommt entweder die Spitzmaus oder das Pferd oder der Wenzel. Und ja. Hilfe haben wir dann wahrscheinlich von keinem. So, Elrond. Hoffnung. Wie immer zeigt sich Hemmeldirs Meisterschaft in der Arbeit seiner Hände. Dieses Schwert soll von nun an Dunachar, Rächer des Westens heißen, denn es soll den Tod Lorniels rächen, der Tochter Golodirs. Finstere Tage werden kommen. Dunachar ist ein gutes Schwert und ich sehe voraus, dass der Truxes von Angmar eines Tages bereuen wird, dass es neu geschmiedet wurde. Geht jetzt, kehrt zu Lerdan zurück und bringt ihm Golodirs Ausrüstung. Ich hoffe, Golodir wird seine Verzweiflung als das erkennen, was sie wirklich ist, das Werk des Feindes. Wer dann erwartet euch in Gas von hier in Angmar? Ich spare mir jetzt mal die Schnellreise. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ganz verpönt in Elronds Haus vom zweiten Stock runter zu springen. Eieiei, gut, dass mich kein Rollenspieler gesehen hat. Ich mache das normalerweise auch nicht. Aber das war jetzt nur zu Demonstrationszwecken, dass das möglich ist. Und manchmal sieht man dann wirklich einen auch runtersegeln und sich den Fuß brechen, wie immer. Also nicht nachmachen, auf keinen Fall. Jetzt habe ich natürlich vielleicht auch wieder die Idee ein bisschen dargelegt und das wollte ich ja eigentlich nicht. Es ist, als wenn man irgendwie, keine Ahnung, raucht, um anderen das Rauchen abzugewöhnen. Keine Ahnung. So, wir reiten zum Stallmeister und werden dort mal schauen, ob wir direkt hochreiten können. Ich glaube, wir haben eine direkte Verbindung. Dann sprechen wir noch mit Annabla. Ganz komischer Name.
und lösen die Quest noch ein. Ich hoffe, da kommt nicht nochmal extra was nach, aber eigentlich müssten wir alle Aufgaben schon mal erfüllt haben. Jetzt in Gasfurnier, außer die, die jetzt noch hier drüben in unserer Liste sind. Und wer weiß, ob wir die überhaupt lösen können. Die können wir wahrscheinlich lösen und hier wird es dann schon sehr schwierig. So. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ist der gut? Hä? Ah, Gasfurnier. Oh, sehr schönes Pferd. Ganz dunkel, ganz schwarz. Und es regnet und es hat einen lila Himmel, komischerweise. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Der war doch immer so rot eigentlich. Es ist aktuell Mittag. Merkt man hier gar nicht. Dann suchen wir mal die Annabla. Oh, wer steht denn hier? Die hat aber ein schönes Kleid an. Ah, die hat den komischen Umhang an. Lutienvl. Ich habe es ja nicht so mit den Elbennamen als Hobbit. Lucienvl. Bringer of Sweets. Aha. Also, wir brauchen die Annabla. Die Annabla steht hier drüben. Wie schon seit Jahren. Seid gegrüßt. Ihr wurdet also von Ado hier geschickt. Die Tatsache, dass er euch überhaupt von unserer Existenz erzählt hat, zeugt von seinem Vertrauen in euch. Daher habe ich große Hoffnungen, dass ihr in der Tat in der Lage sein könntet, uns in unserer verzweifelten Sache zu helfen. Ja, da ging es jetzt nur noch ums Abgeben. Und jetzt müssen wir nochmal hier rüber. Die Rüstung abgeben. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. Ihr seid wieder zurück, Tollfuß. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Das Schwert wurde neu geschmiedet. Dunacha ist der Name. Ja, ich kann die Tugend in ihm spüren. Was habt ihr über das Schild gesagt? Es ist nicht Golodirs. Es wird reichen müssen. Bringt die Ausrüstung zu Golodir in sein Quartier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zufrieden ist. Der bekommt jetzt eine komplett neue Rüstung. Das ist nicht mehr seine. Was haben wir denn bei dir noch für eine Quest? Ihr seid ein willkommener Anblick. Geht nach Urugard oder Khandum und dünnt die Horden der Orks aus. Ah, die haben wir auch noch. Schwierig. Ich grüße euch. Was ist das? Ein Kettenhemd? Ich hatte gedacht, es sei für immer verloren. Und dieser Schild? Er ist nicht der meine, doch er ist von wundersamer Schönheit. Aber dieses Schwert, ist das mein Schwert? Es wurde vor langer Zeit von den Elben in Bruchtal geschmiedet. Ein Erbstück meiner Familie. Ich hatte geglaubt, es sei für immer verloren, doch jetzt ist es als Dunacha zurückgekehrt. Der Name Rächer des Westens ist gut gewählt. In der Tat, es wird meine Tochter rächen. Sehr schön. Meine Zeit ist gekommen. Zeit der Rache ist gekommen. Die Stärke, die ihr im Herzen Angmas gesehen habt, ist eine Stärke, die schnell vergehen kann. Mordir, der falsche König, ist eine Kreatur, die große Macht besitzt. Doch ich glaube, dass man ihn aufhalten, wenn nicht gar vernichten kann. Ich werde nach Khandum zurückkehren und Mordirith gegenübertreten. Es ist Zeit, dieser Schlange die eiserne Krone vom Kopf zu schlagen. Ich möchte euch bitten, an meiner Seite zu sein. Zusammen können wir in diese abscheuliche Stadt gelangen und Mordirith im Thronsaal von Khandum entgegentreten. Besorgt alle nötigen Vorräte und sucht Gefährten, die uns begleiten wollen, denn der bevorstehende Kampf wird schrecklich werden. Es gibt eine neue Rüstung. Rianham 849. Oh, okay, ist eigentlich die gleiche, wie wir jetzt schon tragen, nur in schwarz. Oder ein besseres Schwert. Ja, 97 maximale Moral wäre ganz gut. Nee, aber das ist zu wenig. So, Gefährdengruppe Aufgabe, wir können direkt reisen. Ich bin jetzt echt noch am Überlegen. Weil wir haben ja die beiden Quests auch noch, ob wir die nicht zuerst machen. Ob wir uns hier nicht irgendwie zuerst durchschlagen, bevor wir das angehen.
Na gut, wenn wir schon hier sind, dann machen wir vielleicht das gleich. Die Reise nach Khandun wird nicht einfach sein, aber Mordirit muss fallen. Seid ihr bereit? Bist du bereit? Wir sehen das in der nächsten Folge und werden mal schauen. Also ich denke mal, das ist ja überhaupt kein Problem für uns. Bis dann, ciao.